Ja, hallo liebe Freunde und Zuschauer von Hexenkind TV. Willkommen zur zweiten Folge von Borderlands, dem Multiplayer-Projekt meines Kanals, beziehungsweise von mir. Und ja, diesmal ist wie in der ersten Folge, aber diesmal live in Fleisch und Haut vor mir hüpfend der Cyberfire. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Giuseppe. Genau, und das war gerade ein Leck. Und ja, er spielt hier, wie man deutlich sehen kann, ein Jäger. Ich bin der Soldat, also die Klasse Soldat, er Jäger. Das heißt, er kann gut von der Entfernung schießen. Und ich kann so, ja, so Maschinengewehr, Shotgun und eigentlich auch von der Entfernung schießen. Ich bin so alles klassenmäßig. Und ich kann halt Geschützturm aufstellen. Kannst du das auch, Jäger? Nee, ich kann das dauerhaft. Ja, ist auch nicht schlecht. Er kann immer so eine komische Fledermaus oder was es ist beschwören und ich glaube, halt in Ordnung. Das da. Ich weiß auch nicht, was er macht. Auch nicht schlecht, okay. Wie gesagt, ist Let's Play Together und wir spielen auch zusammen und da hinten ist einer, der dich glaub nervt. Ja. Wusste. Kein Problem, schon erledigt. Ja, ihr habt, ich habe es mehrmals gesagt in der ersten Folge, dass ich euch nicht alles zeigen werde und das habe ich auch eingehalten, dieses böse Versprechen. Ich habe in der Zeit von der ersten Folge bis jetzt ein bisschen aufgestockt vom Level her. Einmal bin ich jetzt Level 11 und habe diese Fähigkeiten ausgewählt. Den Scorpion-Geschützturm, damit kann ich einen Geschützturm aufstellen. Dann hier Aufschlag, steigert den Projektilschaden für alle Waffenarten und einmal Fitness steigert die maximale Gesundheit. Im Inventar habe ich drei neue gute Waffen. Einmal diesen Bone-Schredder, dann diesen komischen LB20 Scharfschützengewehr und ein Standardmaschinengewehr für Notfälle. Dieses Bone Shredder, das ist eine lilane Waffe, also mit lilane Farbe. Das heißt, dass es selten ist, sehr selten ist. Also episch. Das ist so ähnlich wie bei WoW so ein bisschen. Blau heißt Rare, das ist dann eben schon selten, seltener als Grün. Aber nicht ganz so selten wie Lila. Ist aber trotzdem auch gut. Also man darf nicht nur die Seltenheit beachten, aber selten ist halt selten eben. Und steigert dementsprechend den Wert. Unabhängig davon habe ich hier auch beim Schild Lila und hier halt bei den explosiven Minen blau. Und natürlich mein Geldstand ist auch erhöht. 19.700 Gold. Nicht Gold, wollte ich Dollar sagen, genau. habe ich gesammelt seit der letzten Folge, genau. Ansonsten hat dieses schöne blaue Scharfschützengewehr noch eine tolle Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob die da drin steht. Doch, ja. Ermöglicht Schockschaden, das heißt so viel wie, dass der Erstschlag oder der Zweitschlag, wie auch immer, ab und zu so wie so ein Elektroblitz geschossen wird und dadurch der Gegner noch mehr Schaden erleidet. Bei der Waffe, ja, da steht halt, es weht ein Wind aus Blei. 2,4 mal Waffenzoom, das heißt, ich kann da so ziehen wie ein Scharfschützengewehr, ist aber trotzdem ein Maschinengewehr. Also, ja, genau. Und willst du vielleicht irgendwas zu Waffentechnik sagen? Ja, hast du das Quest schon gemacht mit dieser Waffe? Ja, nee, habe ich noch nicht gemacht, aber da kommen wir jetzt an den Punkt, nämlich Quests. Denn solch ein Spiel besteht aus Quests. Und wir werden nun erstmal Quests abgeben, falls es überhaupt geht. Ich sehe hier gerade, die Quests sind ein bisschen anders. Okay, ja, doch. Ich muss hier einmal verstecktes Tagebuch. Arid Badlands. Das muss ich, glaube ich, sagen. Hier spricht Patricia. Ja. Okay, ich weiß jetzt aber nicht, wo ich das abgeben muss. Ich denke, die habe ich gerade aktiv. Deswegen werde ich mal die Karte aufrufen. Und werde mal zu dem Punkt laufen, aber es gibt auch bei Borderlands ab einer gewissen Stufe und ab einer gewissen Quest-Erfüllung Fahrzeuge. Und ich erstelle mal so ein Fahrzeug, ich nehme den Rocket Launcher, ich nehme die Farbe Rot, weil die ganz cool aussieht. Und werde dann das Fahrzeug generieren. Ja, damit taucht das Fahrzeug auch auf. Und er als Mitspieler kann dann hinten drauf oder auch Fahrer sein. Aber ich bin jetzt der Fahrer und er schießt hinten. Und ja, das ist natürlich ganz lustig. ich fahre jetzt mal eben zur Quest. Die dürfte da vorne eigentlich sein. Warum ist bei dir das Vorderkampf drauf?
Das muss sich doch von der anderen Seite öffnen. Okay. Müssen wir halt über die Rampe schanzen. Hier. Mit Nitro. Ui. Ja, das war ziemlich cool. Oh Mann, bist du gerade in einem von meinen Karren über die Pisswash-Galli gejumpt? Mann, ey, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. Ja, dieser Scooter ist halt ein weiterer unwichtiger NPC, der Quests hat, aber naja. An solchen Leuten kommt man öfters mal vorbei. Was ist das? Ein Fall. Okay. Ich muss hier irgendwie irgendwas machen. Aber ein Quest gefehlt. Ja, oder du musst auch irgendwas machen, weiß man nicht. Also ich hab das eigentlich im Singleplayer-Modus schon mal gemacht, aber. Wow. Ja, ich bin fertig, ich bin fast ein Kapitel. Ja, ich war bei anderen Quests. Ja, ich muss hier. Das Problem ist, dass du als Server-Hoster, dass der praktisch deine Quest nimmt. Also dein Quest-Start ist sofort gesetzt. Welche Quest hast du? Ja, du kannst auch deine, glaubst du, machen. Ja, ich kann sie auch nicht auf aktiv setzen, das heißt, ich sehe sie nicht auf dem Radar. Sag mal, wie die Quest heißen. Ja, verstecktes Tagebuch. Das habe ich eventuell auch. Mir fehlt dann noch ein Tagebuch, Tag 172. Ja, ich brauche noch alle außer eins. Ja, ich brauche Tagebuch, hier. Tag 172. Falls du weißt, wo das ist, dann ist gut, aber... Ja, mach. Geh mal. Ja. Ja, okay. Also ich habe jetzt das Quest als aktiv gemacht. Ja, das habe ich aber schon fertig. Verstecktes. Nee, also. Ah, okay. Kannst du nicht das Tor öffnen? Öffne mal das Tor. Das musst du, glaub, öffnen. Rückkehr zu Z. Ja, warum wird das jetzt als aktiv gesetzt? So. Okay, komm wieder her. Ich hab's. Warte. Ja. Ich mach das Tagebuch als aktiv. Ja, mach das mal aktiv. Hab ich. Genau, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich brauche aber noch fast alle. Außer 43 habe ich. 172 hast du nicht, gell? Nee. Ja gut, dann werden wir erstmal deinen Quest-Status vervollständigen. Ja, die anderen haben ja das eh noch nicht gesehen, oder? Ja, genau. Macht ja nichts. Also, als erstes müssen wir einfach der Karte folgen, wie immer halt eben. Das ist halt eher so eine Suchmission. Ja, das macht eigentlich nichts. Komme ich da durch? Ja. Keine Ahnung. Da ist es. Weißt du was? Weil ich hab's ja schon. Ja. Aber ich schweig das aus. Am Anfang glaubst du mit Snap. Mehr Schaden. Ja, es sieht so aus, als kommen hier viel mehr Gegner als im Einzelmodus. Ja, wenn du weiter vorne schießt, kommen mehr Gegner auch. Ja. Bitte mal den Buff. Ja. Ja, aber das macht nichts, denn ich bin nicht tot. Denn wenn ich den hier töte, was ich ja auch schaffen werde, dann habe ich wieder Stärke gewonnen. Das heißt, ich kann mich jedes Mal wiederbeleben, wenn ich den Gegner noch töte, während ich zu meinem hier Tod hinten halte. Ja. Ja, du, war nicht. Egal. Ja. Oh, keine Money mehr. Da Granate. Ja, ja. Auch stark. Da, das meinte ich mit dieser Elektrokugel, die durch meine Sniper fließt. Also, die schießt irgendwie Elektrokugeln. Ich bin erst 3 Stunden hier und ich glaube, es ist noch ein Medic. Ja, die Waffe war jetzt eigentlich gar nicht allzu besonders. Willst du die haben? Nee. Ja, gut, dann verkaufe ich sie auch nicht schlecht. Ich muss gerade meine Waffen neu sortieren. Okay, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. 44 Schaden ist doch ganz okay. So, da rein. Ja, also bei Borderlands gibt es, wie man hier deutlich sehen kann, einiges zu erzählen. Aber das werdet ihr auch erst im Nachhinein alles erfahren, wie genau alles funktioniert. Autsch.
Ja, die Fahrzeugsteuerung ist nicht ja, optimal. Ja, die ist natürlich mit, auch mit Tastatur nicht ganz so einfach. Wow. Achso, das was passiert, wenn ich das mache? Ja, komm, mir ja. Also, es wird mir am Radar sein Queststatus gezeigt. Nochmal zur Vervollständigung für die Zuschauer. Das heißt, seine Questfortschritte werden bei mir unten im Radar eingeblendet. Meine werden nicht eingeblendet, nur die vom Server-Hoster. Auch können die meisten Quests, die ich schon gemacht habe, auch haben. Ja, also wir dürften auch vom Level ungefähr gleich sein. Gut, er ist 2 Level höher, aber vom Quest-Bereich dürften wir ungefähr gleich sein. Ja, ein Level habe ich durch Multiplayer allein. Okay. Also ist es ja nicht so riesig. Genau. Das sind ja viel stärker. Hab ich 2 Schüsse ausgebaut. Ich finde diese kleine Drohne oder was ist, finde ich echt lustig. Ah, ich hab keinen. Ja, ja. Da verfolgt sich irgend so ein komischer Halbtierer aus einer Irrenanstalt. Die Schläge, die haben's schon drauf, aber nicht, wenn ich den Sniper rausholen. Was macht die? Brauchst du das Tagebucheintrag, Dings da? Nee. Noch nicht. Wo? Da. Und da. Okay. Anni, du bist so ruhig. Naja, weil ihr doch ein Let's Play aufnimmt. Ja, aber da kannst du schon was reden. Wir sind hier nicht im Knast. Ich kenne das Bruderland noch nicht. Ah, schon wieder keine Munition mehr. Die Waffe ist ja schön und glitter und episch, aber es bringt mir nichts, wenn ich keine Muni habe. Da kann die noch so toll aussehen, noch so gut sein, da bringt mir das alles nichts. What the fuck? Dreck. Da oben ist ja einer. Ja, den habe ich gerade eben eliminiert. Der musste von mir leider erschossen werden. Der hatte es nicht anders verdient. Hast du die Seite geholt? Ich habe hier auch ewig lang gesucht nach der passenden. Oh, das ist, glaube ich, oben. Nee, das ist, ja, das ist oben in so einem Grabhaufen versteckt, glaube ich. Da musste hochspringen. Hab da auch lang gesucht im Einzelmodus. Bis ich das gefunden habe. Ich sage es einfach so. Ja, genau, da musst du so hochlaufen. So hab's ich auch gemacht. Hey, da ist deine Kiste. Also, dann müsste es oben, ist es auf alle Fälle auf dem Dach. Da ist es da. Warte mal, was ist das? Das brauche ich. Danke. Das müsste hier sein. Guck, da wo ich stehe. Andere Seite, genau hier drin ist es. Ich hab's für dich geholt. Jo. Warte mal. Ja. Was ist das? Ein Chip. Ah, brauche ich eigentlich alles nicht. Ich sammle trotzdem alles mal ein, weil das alles was wert ist und ich verkaufen kann. Was haben wir denn hier? Level 25. Ich habe Items für Level 25. Ich weiß auch nicht woher. Ja, das ist nützlich, oder? Ja. Boah, das ist ja so schlecht. Das nehme ich, glaube. Boah, irgendwas schießt auf mich, oder? Keine Ahnung. Nee, ich habe jetzt Schild gewechselt. Ich schieß gerade ein paar Sachen ab. Hab ich die Treffer? Ah, schade. Der hat ein Schild on. Okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Schild. Ach, da hinten, warte, ich helfe dir. Oh, wie viel? Beim Snipern kann ich dir immer gerne helfen. Oh, scheiße, keine Munition gehabt. Und du kannst mich, glaube ich, auch wiederbeleben. Ja. Warte, da krieg ich einen Erfolg. Scheiß, keine Munition. Ah, schade, ich krieg keinen Erfolg. Tja, stirb! Hihihihi. Du sollst auch sterben. Wow, der haut nicht aus. Boah, der ist aber echt hart drauf. Warte, ich räche dich gleich. Ja, ich hab ihn besiegt. Gut. Ja, die sind ein bisschen zäh. Ganz schlimm ist, wenn du da in so einem Level wie ich
bist und ganz alleine das durchmachen musst, da ist echt Taktik gefragt. Zu zweit geht es ja noch alles. Was ist das für eine Waffe? Die hast du, glaubst. Nee, ich habe eine bessere. Wobei, ja, kannst sie haben. Wobei 87 Schaden ist, glaube ich, ganz gut, oder? Nee, meine macht 116. Warte, musst auch die... Ich kann dir ja mal... Plus kann dir Rückstoßverringerung, Feuerrate... Ja gut, ist ja alles schön und recht. Ich kann dir ja mal kurz meine geben, wenn du sie mir auch wieder gibst. Jo. Okay. So, wie lege ich sie ab? Wegwerfen. Ja, wie geht denn das? Weiß ich gar nicht. Jo, gehst auf dem Item und dann wegwerfen. E-Verklein, Leertaste. Das ist großartig! Ah, das ist die falsche. Was hast du mir denn gegeben? Doch, warte mal. Was habe ich dir jetzt gegeben? CRT-Briefel, glaube ich. Oder nein? Keine Ahnung. Ja, irgendwas habe ich dir, glaube ich, gegeben. Ich glaube, die CFT-Briefel. Zeig mal, werf mal kurz hin. Ja, warte, ich muss überlegen, wie. Nee, ja, das kann sein. Warte. Ich hab keine solche Waffen drin. Normalerweise. Jetzt warte mal kurz. Warte mal. Ah, nein, die wollte ich dir nicht geben. Das war eine falsche. Welche? Ich drück da immer auf die falsche Taste. So, jetzt hab ich sie dir. Ach, hast du mir die jetzt vorher gegeben? Nee, jetzt nimm die. Genau, das ist meine. Du hast eine Schockwaffe gefunden. Genau, er hat bisher also noch keine Schockwaffe gehabt, sonst wäre die Meldung gerade nicht gekommen. Ich hab so eine Feuersniper. Mal zwei Feuer. Genau. Warte, ich geb's dir. Aber gell, die Sniper ist ganz gut. Scheiße. Naja, ich hab eine bessere. Warte. Also, ich sag mal, ist nicht schlecht. Ich hab eins mit 148 Schaden. Echt? Werf mal kurz hin. Dann können wir vergleichen nebendran. Die ist ab Level 13. Ja gut, das bin ich ja noch nicht. Ja, die ist 148, also vom Schaden macht die schon mal ein bisschen mehr. Und ist relativ 48% genau. Feuerrate ist natürlich echt gut. 180% kritischer Treffschaden, das ist genial. Da kann meine nicht ganz mithalten, ne. Meine andere, wo ich vorhin hatte, die hat auch 200% kritische Treffer. Echt 200? Ja, die GGN390 Rolling macht 800 Schaden, aber 200% also kritisch. Ich hab halt noch so eine komische SMG, also ich muss mal gerade gucken, das ist... Ja, das ist eine Dings. Das ist kein Maschinengewehr, das SMG ist wie so eine Uzi, so eine Schnellmaschinenfeuer-Dings. Das ist ein richtiges Maschinengewehr, okay. Die Waffe aufgehoben. Ja, ich habe die Waffe aufgehoben. Also wegen mir können wir weiter unsere Reise fortführen. Wir brauchen ja noch die anderen Tagebucheinträge. Wo ist eigentlich die Waffe? Warte mal, ich muss das... Ah, da. Ich rüste die mal aus. Hä, was ist das? Schlaft jemand? Sieht ganz danach aus, dass jemand im Hintergrund einschläft. Naja, ich bin's nicht. Vielleicht Borderlands, so. Nein. Ja, das ist... Ich find's genauso spannend. Wo bist du? Es ist wahrscheinlich der Andi, der einschläft. Aber das kommt vor. Oder hast du recht? Es ist ja nicht so schlimm. Ist ja auch schon sehr spät. Wo müssen wir hin? Ich glaube darüber. Ja, das ist todsicher. Ja. Meine Fahrkünsten kann man immer blind trauen. Sieht man so, boom! Ja, scheiße. Genau, richtig. Sie mir gestorben. Ja. Warte mal, ich glaube, hier musst du hin. Ja. Wort. Die ist da oben. Also nicht da drin, die ist da ganz oben. Oben? Einfach hochlaufen. Oh oh. So, wo? Hochlaufen, da, weiter. Oh. Weiter. Gib mir ach, keine Munition. Zum Fuck. Ja, ich beschütze dich, ich muss einfach weiterlaufen. Stirb. Joch sieht dein Leben aus. Skags sind einfach nur nervig. Genau, und jetzt brauchen wir 172, den Tag, den ich eigentlich auch schon seit Ewigkeiten suche. Da ist ein Sniper am Boden. Mein
Ja, was macht die Schaden? 128. So. 128, dann gucke ich es mir doch mal ganz kurz an, aber nur aus Interesse. Das, die macht so 180 kritische Treffer, die wäre gut für dich. Ja, die ist glaube ich gut, ja, die nehme ich mal mit. Warte, mein Inventar ist voll. Ich muss irgendwas Schlechtes wegwerfen. Ich habe eine Pistole aufgehoben, die brauche ich eh nie. Ja, ist recht, das muss ich. Was habe ich gemacht? So. Hey. Ja. Ich habe noch eine so eine Waffe, wo 21 mal, also 21 Schaden mal 8 macht. Du hast nicht zufälligerweise Shotguns oder irgendwie Maschinengewehre. Aber ja, das ist aber mein. Die braucht. Die macht 11 mal 24 Schaden. 11 mal 24? Warte mal, zeig mal kurz. Warte. Werf mal kurz auf Boden. Ich habe bisher noch keine richtige Gescheide gefunden. Das siehst du, es blinkt so eine 11 mal Zauber. Ja, das ist bei mir auch schon mal gewesen. Das ist bei mir steht nur mal 2 dran, aber mal 11 ist natürlich ganz extrem. Also für Nahkampf ist die perfekt. Ja, die ist cool. Aber da fällt mir gerade ein, wir müssen kurz zum Händler vorbeifahren, bevor wir deine nächste Seite holen. Geh zu dem ersten Händler. Da. Für Munition kaufen. Achso, okay, ja, aber ich brauch mal, ich muss da kurz verkaufen. Aber welche Seite brauchst du denn jetzt noch? Welche Tage Buchdings fehlt? Eben den letzten, wo du auch brauchst. Was? 88? Ja. 172. Und welchen noch? Ja, nur das. Ja, okay. Ja, der fehlt mir auch noch. Ach, kauf einen. 117. Nee, brauch ich nicht. Da hab ich was Besseres. Warte. Hier gibt es ein Schild. Violetten-Schild. Ja, ich hab da aber was Extreme Besseres. Extreme Schockresistenz. Meins macht 205. Ich kann's dir mal kurz hinwerfen, wenn du willst. Nee. Warte, ich schau. Okay. Hohe Kapazität. Kauf neuen Schild. Ja, ich verkaufe erstmal alles. Außer also die Sniper, die wollte ich nicht mehr. Genug Platz. Da muss ich auch ein bisschen verkaufen. Verkauf meine Pistole. Wie viel Geld hast du gerade? 21.000. Aha, 22.700. Ein bisschen getoppt, aber nur ein bisschen. Naja, ich habe eigentlich nicht wirklich gezockt, dass ich 10 Stunden habe, sondern die ganze Zeit offen gelassen, während ich essen gegangen bin. Ja, klar. Okay. Oh, er schläft schon wieder. Kein gutes Ohr. Die Nacht geht bald vorüber. Okay. Ich habe eine Waffe ab 16. Level 16. 9 mal 26 Schaden. Ein Waffenladen ist hier nicht in der Nähe, oder was? Nee, hier ist nur so ein Medizindingsladen, oder was? Ja. Man sieht es auch hier, für die Zuschauer, die gerade nicht so mitkommen, aber hier an diesen Medizinbildern und an den Symbolen allgemein kann man erkennen, um welches Gebäude es sich handelt. Hier unschwer zu erkennen, dass es sich um ein Fahrzeug handelt. Hier geht es in eine andere Instanz rein und hier ist Heilung, also Medizin, Laden, kaufen. So, jetzt hab ich ein besseres Schild. Okay. Und ich kauf das alte Schild. Ja. Okay, dann holen wir die nächste Seite, oder? Okay, warte. Dass wir die Gegner praktisch dann snipern können oder erschießen können, wie auch immer. Auf alle Fälle töten. Denn dort werden, glaube ich, ein paar harte Gegner auf uns warten. Ich war da schon mal in der Nähe, das sind lauter Level 13 und 14, ne? Ja, werde mich schon 14. So, mein Schild ist jetzt besser, jetzt abkriegen. Was hast du für ein Schild? Ja, ich wollte sie ja kurz hinwerfen, dann kann ich nichts mehr machen, wenn du willst. Ja, sag einfach die Zahl. So, ja. Oh, Moment. Kapazität 205, Ladegeschwindigkeit 19. Gut. Ich hab nur den, ein Violett. Hab ich aber gefunden, hab ich nirgends gekauft. Da steht halt erzeugt, eine kleine Feuerwalze, wenn aufgebraucht, also. Nur nützlich.
Ja, irgendwie, wenn also Schild aufgebraucht ist, gibt es irgendwie wie so einen Flammenschlag oder so. Also, ist schon gut. Ja. Was sind Sniper? Wie viel hast du als Waffenskill? Ja, das habe ich glaube ganz am Anfang der Folge jetzt erzählt, aber ich erzähle es gerade nochmal. Habe ich kein Problem, da muss ich jetzt weiter. Mann, da muss ich wieder raussteigen, ey. Das ist echt übel. Sonst sehe ich die Skills nicht. Töte mal die derzeit. Autsch, nicht mich. Er macht circa Schaden bei dir, ja. Ja, das habe ich nicht gewusst. Also ich habe Skorpion Geschützturm geskillt, dann auf Aufschlag geskillt, steigert den Projektilschaden für alle Waffenarten, also plus 15% Projektilschaden. Ich meine den Waffenskill, wo du hast. Wie meinst du das Waffenskill? Geh auf das gehende Männchen und da siehst du Waffenfertigkeiten. Achso, du meinst die Waffenfertigkeiten, ja. Also halt auf SMG habe ich Level 3, Scharfschütze Level 2. Und der Rest Level 1 und Level 0 halt. Also Scharfschütze hab ich auf Level 4. Das ist gut, hast halt überwiegend mit Scharfschützen gekämpft. Und Shotgun Level 2. Ja, das muss ich auch mal trainieren, aber ich habe bisher noch keine gescheite gefunden, nur so schlechte Dinger. Ich trainiere halt meistens mit mehreren Waffen gleichzeitig. Warte, ich muss gerade gucken, wo wir hin müssen. Ich meistens ein Maschinengewehr und eine Shotgun als Nebenwaffe. Also ich mach's meistens so, Maschinengewehr, Sniper und nochmal Maschinengewehr, aber... SMG, also kurzes Maschinengewehr, Sniper und dann großes Maschinengewehr. Ich glaube, also hier sind mir relativ sicher. Jo. Ja, gut. Ja, doch. Aber bis die uns hier folgen... Wow. Mit uns. Naja, meine Fahrkünste sind hervorragend, das sag ich auch immer wieder. Hey, den Blinker ersetzt du mir aber nicht. Ah, ich glaube, hier kommt so ein Flugsaurier. Hier würde ich aufpassen. Da bin ich schon mal gestorben im Singleplayer-Modus. Ich war vor der letzten Zeit und dann ist so ein Flugsaurier gekommen. Genau. Der Andi hat die aber auch nicht gegeben. Ja, der hat auch so ganz komisch geschnarcht wie Dani. Okay. Ja, ich habe keine Munition gekauft. Ja, ich glaube. Ich hab schon zu die Sorte gemacht. Ich finde es echt geil mit den Elektroblitzen. Und ich bin auch fast tot. Ich bin halt schon auch ein bisschen arg stark. Ja, mir bin noch nicht so. Ja, bist ja ein bisschen schneller. What the fuck? Ah, das ist dieser Flugsaurier da oben, der mich tötet. Ah, wow, was für ein Bug hier, der hängt da voll. Ey, komm mal lieber zu mir rüber. Ich glaube, hier ist die Seite. Ah, fuck. Aua. Oh, scheiße. Wart. Ich nehme gerade den Medikack. Oh, scheiße. Ich hab's nicht gekauft. Weil er voll war. Ich bin sterben. Wart. Ah, diese Kackwiese. Ich hole jetzt diesen Kack-Eintrag. Damit wir hier fertig sind. Ja, ich hab's. Ja, okay. Denkst. Na, ich hab's eigentlich gerade gefunden. Es lag hinter den Fässern und aber ich sterb hier. Ah, wo bist du? Ja, ich bin auch gestorben. Naja, egal, ich hab den Tagebucheintrag noch gerade gekriegt, bevor ich gestorben bin. Okay. Ja, weiß. Ja, jetzt würde ich sagen, ja. Boah, jetzt habe ich 1600 Dollar bezahlt dafür, dass ich wiederbelebt bin. Wie viel hast du bezahlt? Schon teuer, aber es hat sich gelohnt. Jetzt können wir die scheiß Quest endlich fertig machen. Jetzt hab ich nur noch aus. Eigentlich nicht. Ja, auch etwas mit 1000 Uhr schon. Lord, ich hab die Kuppe gefunden, glaub. Was? Warte mal. Ich hab sowas Komisches gefunden, aber ich weiß nicht was. Ja, egal. Weh, lol, wo? Ich wollte ausprobieren, ob du Schaden verlierst oder so. Man kann, glaube ich, ein Duell machen oder so. Achso, okay. Aber das haben wir jetzt momentan nicht vor, weil wir müssen questen. Also, wo müssen wir überhaupt abgeben, die Quest? Ganz am Anfang da irgendwo. Ja, da kann ich meine Munition kaufen. Ja, ich auch.
Oh Mann, noch ein. Ja. Ja, da schläft aber einer ganz groß. Schon richtig ganz Rennen groß. Wir. Ja, ich gebühre ihm auch die Ehre. Doch, doch, er hat's verdient. Also der trägt ja dazu bei, dass wir hier eine richtige Durchnacht, also Durchzock-Nachtphase machen. Das ist ja so wie ah, hier. Ja. Aber... Yeah. Ach, bin fast Level up. Ja. Ja, ich bin gerade ein Level aufgestiegen, denn ich bin jetzt Level 12. Und mit Level 12 heißt es, wie bei jedem Stufenaufstieg, dass wir eine neue Fertigkeitsskillpunkt kriegen. Und ich werde es auf Fitness, maximale Gesundheit erhöhen. Jawohl. Jetzt habe ich 24.000. Genau, und dann gehen wir gleich mal zu diesem Shop hier. Gut, hab ich's. Upgrade. SMG. Das kannst du nicht verwenden, sehr interessant. Okay. Was? Nix. Upgrade Sniper Rifle. Naja, Munitionskapazität aufstocken sollte man schon machen, schon sinnvoll. Wieso kann ich kein Sniper Rifle Upgrade machen? Also ich konnte Sniper Rifle Dings machen, aber ich kann dafür kein SMG Dings hier machen. Wieso so geht's Combat, Combat Rifle Dinger, Waffelteil kann ich auch nicht machen. Ja, da schläft aber einer ganz groß, der steckt ja fast an hier. Ja, wir wollen jetzt hier mal, sag mal, die unnötige Strapazität der aufmerksamen Zuschauer nicht weiter strapazieren. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier mal schneiden. Und in der nächsten Folge werdet ihr natürlich weiter das Land, das schöne grüne Land von Borderlands sehen. Mit unter anderem Cyberfire, mir und vielleicht einem neuen Spieler. Und Claptrap. Genau, richtig. Den wichtigsten aller Spieler hier. Der stärkste, der alle fertig macht. Und ja. Genau. Wir werden uns dann weiter durchquesten und können uns aber schon mal gleich vorweg sagen, dass wir nicht an der Stelle fortfahren, wo wir jetzt momentan sind. Also, wir werden jetzt nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sozusagen aussage, weiter questen. Denn sonst sind wir, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, wieder bei 200 Videos. Und das wollte ich doch nicht machen. Wir werden wahrscheinlich dann, ich schätze mal, so Level 15, Level 16 sein, bis wir wieder aufnehmen. Und ja, dann werden wir auch, sag mal, eine härtere Quest machen als so eine Sammelquest, sondern vielleicht eine Tötungsquest. Mal gucken. Gibt ja hier einige schöne Quests, die durchaus interessant sind. Ja, bis dahin, mich schön abonnieren, nicht vergessen. Denn je mehr Abonnenten, je mehr aktive, ich betone auf aktive Zuschauer ich habe, desto schneller kommen neue Videos. Und das will ja schließlich jeder. Und ja, also meinerseits kann ich nur noch hier einen Schuss ins Leere abgeben. Lol. Was war das gerade? Schieß mal gegen den Berg da oben, oder? Gegen den Felsen da. Siehst du den? Ja. Da, wo die Kugel aufgeprallt ist, genau. Triffst du da oben die Spitze? Ah, ich glaube, ich treffe nicht. Warte mal, ich muss mal. Oh, das ist schwierig. Kann man da eigentlich hoch? Glaub nicht, oder? Ja, vielleicht mit dem Auto da hochfahren und dann. Ja. Aber das können wir in der nächsten Folge ausprobieren. Obwohl, ich muss noch kurz mit diesem Dr. Z sprechen, oder er muss mit Dr. Z sprechen, ich weiß jetzt nicht. In der Nähe der Kreuzung auf dem Weg zur Mine findest du einen gewissen Chef. Nee, du musst die Quest sprechen, ich kann nicht anreden. Slash hat seine ganze Familie getötet und ein Zelt daraus gemacht. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Dieser Chef ist ein guter Typ. Du kannst mit ihm sprechen, wenn du ihm helfen würdest. Errungenschaft freigeschaltet. Im Team gibt's kein Solo-Tour. Oh. Diese Errungenschaft habe ich entweder schon freigeschaltet oder noch nicht freigeschaltet. Eins von beiden. Naja, egal. Auf alle Fälle. Kannst du drei Waffen tragen? Ja, kann ich. Und auf alle Fälle. Ich weiß gar nicht, das habe ich als Questbelohnung irgendwo gekriegt von diesem Dr. Z. Jo, und, genau. Aber das habe ich schon seit einer Weile eigentlich. Hat etwas, das wir brauchen. Ja, ich habe andere Quests gemacht. Den muss ich aber auch noch töten, den Sledge. Also das immer wieder am selben Punkt. Auf alle Fälle, die Tusse hat jetzt nichts zu sagen, die soll leise sein. Ja, abonniert mich schön.
und schaut fleißig weiter meine Videos. Bis zum nächsten Mal, euer Hexenking und ja. Ciao. Genau. Der Cyberfire hier, der böse Jäger, der alle jagt. Jo.